ist MLE? Wir machen FPGA Design Services. Das sind im Prinzip vom Proof of Concept für sogenannte High-Performance-Embedded-Systeme. Sehr viel auch mit sehr hohen Geschwindigkeiten, sehr hohen Datenraten. 100 Gigabit Ethernet ist für uns eher langsam. Und ihr habt jetzt hier einen Demonstrator mitgebracht. Können wir den erklären? Das ist ein sogenanntes digitales Radar. Im Gegensatz zu den analogen Radar senden wir nicht einfach so einen Chirp aus, sondern wir senden digitale Muster aus. Die sind dann moduliert. Und über die Reflexion können wir dann typischerweise Laufzeiten und auch Winkelschätzungen machen. Und im Gegensatz zu den analogen Radern können wir hier weitere Modulationen machen, eine viel höhere Auflösung machen. Die Besonderheit hier ist, wir benutzen einen FPGA-Baustein von der Firma Xilinx, den sogenannten RFSoC. Der hat neben dieser digitalen Signalverarbeitung hat er eine analoge Eingänge und analoge Ausgänge mit integriert. Und das gibt uns in der Entwicklung oder auch in der Forschung Möglichkeiten, sehr schnell solche Systeme aufzuarbeiten, die Kalibrierung zu machen und vor allem auch mit sehr geringen und deterministischen Latenzen solche Hochgeschwindigkeitsradarsignale zu verarbeiten. Und durch diese Form der hochintegrierten Signalverarbeitung kriegen wir eine sehr, sehr geringe Latenz hin. Das heißt, wir haben ja doch sehr komplexe Rechenalgorithmen, die hier ablaufen. Aber wenn man das sieht, wenn ich diesen Radarreflektor hin und her bewege, dann kommt mit wenigen, also ich glaube etwas mehr als einem Frame Zeitverschiebung, sehen wir hier eine Antwort auf dem Bildschirm.